Herzlich willkommen zur Supermoto St. Wendel. Wir stehen hier gerade an der Start- und Zielgeraden im Wendelinuspark, die unter anderem am Wochenende Bühne für die S1GP der Supermoto-Weltmeisterschaft sein wird. Das bedeutet allerdings, dass unsere Klasse S1 hier in St. Wendel nicht am Start sein wird, weil wir unseren Fahrern die Möglichkeit geben wollten, bei dem deutschen Weltmeisterschaftslauf als Gaststarter mit anzutreten. Mit am Start sind zum Beispiel Colin Beischroth, die beiden Rückkehrer aus der Verletzungspause, Eddie Frech und Nico Ioannidis. Eigentlich wollte auch Jan Deitenbach hier an den Start gehen, aber seine Verletzung aus Chap lässt dieses wohl noch nicht zu. Wir stehen jetzt hier im Offroad-Bereich von St. Wendel. Genau wie auf dem Rest der Strecke wurde hier in den letzten Wochen sehr viel bewegt, da es sich in St. Wendel ja nicht um eine permanente Rennstrecke handelt, sondern hier wird eine Bundesstraße und ein Parkplatz zur Supermoto-Strecke umgebaut. Wie das genau aussieht, wie das genau für die Fahrer aussieht, seht ihr dieses Mal auf dem YouTube-Account von der S1GP der Supermoto-Weltmeisterschaft. Es ist jetzt Sonntagmorgen, wir stehen vor den Warm-ups, aber auch die letzten zwei Tage war hier natürlich etwas los. Am Freitag wurden hier die Rennen der Klassen S5 und S4, aber auch der Ü40 ausgetragen. Gestern die Zeittrainings der Klasse S2 und der S3 Youngster. Was genau da passiert ist, schauen wir uns jetzt mal an. Starten wir mit der Klasse S5. Hier siegte in beiden Rennen Sebastian Höchstberg aus Dänemark, gefolgt von dem Saarländer Steven Winter. Das Rennen der Klasse S4 wurde von Christian Reis angeführt. Nicola Thier, der aktuelle Tabellenführer, schaffte es nicht an Reis vorbei. Dennoch stand er später als Erster auf dem Siegerehrungstreppchen. Christian Reis fuhr zwar als Erster über die Ziellinie, wurde jedoch auf Platz 6 zurückgestuft, da er die End-of-Finish-Zone nicht komplett durchquerte. Nicola Thier baut hier also seinen Vorsprung auf. Zweiter in diesem Rennen war Samuel Joshua Braun. Die Klasse Ü40 hatte hier in St. Wendel einen besonderen Gaststarter. Dirk Spanjul, der vor 7 Jahren hier seine Karriere in der S1 beendete, wollte es nochmal wissen und sich den Rundkurs unter die Räder nehmen. In beiden Rennen bewies Spanjul, dass er es immer noch kann und ging als Erster über die Ziellinie. Allerdings wurde ihm dieser Sieg aberkannt, weil auch er die End-of-Finish-Zone nicht bis zum Ende überquert hat. Im ersten Lauf war somit Jogo Almeida auf Platz 1, gefolgt von Dieter Niedermüller. Im zweiten Lauf machte Spanjul diesen Fehler nicht mehr und holte sich den ersten Platz auf dem Podium. Gefolgt von Jogo Almeida und wieder Dieter Niedermüller. Schöne Zeckdusche war es. Im ersten Lauf haben wir es zurückgehalten. Ich habe ja offiziell nicht gewonnen, habe ich gehört. Ich habe die zweite Zeitlinie nicht überfahren, was immer das ist. Kann mich schon mal jemand aufklären. Aber ist egal, den zweiten Lauf gewonnen. Ich glaube, ich bin auch richtig über die Linie gefahren. Es hat tierisch Spaß gemacht. Danke, St. Wendel. So, wir sind jetzt hier im Fahrerlager. Bei mir ist Marc-Rainer Schmidt. Eigentlich braucht man dich hier ja gar nicht mehr vorstellen. Dieses Jahr nicht in der deutschen Meisterschaft unterwegs, dafür in der WM schon wieder sehr erfolgreich. Wie läuft's? Genau, ja, dieses Jahr bin ich für die WM und die italienische Meisterschaft verpflichtet. Und die WM läuft ganz gut bis jetzt. Ich bin jetzt Stand hier in St. Wendel mit 15 Punkten Vorsprung angereist. Das Ziel ist natürlich ganz klar, den weiter auszubauen hier bei meinem Home Grand Prix. Und ja, konnte einige Rennen für mich entscheiden, hat aber das ein oder andere Mal auch schon Pech dieses Jahr. Und ja, bekomme auch einiges mit von der Supermoto IDM, natürlich gerade in der S1. Leider haben sich da einige Topfahrer schon verletzt dieses Jahr. Ja, allerdings. Schade drum, aber kann man nichts machen. Gehört leider auch dazu zum Sport. Ich hoffe, dass die alle wieder schnell fit werden. Nico ist jetzt hier schon wieder dabei, der Eddie auch. Und der Jan dann wahrscheinlich ab dem nächsten IDM-Rennen. Dann sind wieder alle mit dabei und dann denke ich, wird es auch wieder spannende Rennen geben. Genau. Ja, gerade mit Eddie, wo du erwähnt hast, hast du beobachtet, also was der jetzt die ersten beiden Rennen für eine Leistung abgeliefert hat. Genau, das war echt gut. Also er war echt überlegen, was ich gesehen habe. Und ja, schade jetzt mit dem Sturz, aber kann man leider nichts machen. Jetzt fährt er hier WM mit und ich denke, es ist ganz gut für ihn zum wieder reinkommen. Und dann denke ich, wird er beim nächsten IDM-Rennen wieder ganz vorne mitspielen können. Wie gesagt, richtig schnell siehst du in ihm so jemand, der dir ein bisschen auf die Fersen kommen könnte? Ja, also er ist ja nicht weit weg. Allerdings muss man auch ganz klar dazu sagen, dass der letzte Schritt in der WM einfach die letzte halbe Sekunde, das ist mehr Arbeit wieder vor die 5 Sekunden bis dorthin. Da steckt dann extrem viel Aufwand. Aber ich gehe davon aus, damit der Eddie es schaffen kann. Da muss aber natürlich alles zusammenpassen. Also das ist nicht, da muss man nicht nur Talent haben, da muss einfach das Team, da muss alles drumherum, alles wirklich zusammenpassen, damit du den letzten Step dann auch machen kannst. Und ja, er hat auf jeden Fall das Potenzial und würde mich freuen, wenn er mehr in der WM mitfährt. Und ich da ein bisschen deutsche Unterstützung noch hätte. Ja, du bist heute Morgen ja schon die ersten freien Trainings hier gefahren. Was sagst du zur Strecke? Strecke finde ich sehr gut, wie immer. Schönes Offroad, gut präpariert mit 2 Linien. Schauen wir mal, hoffen wir, dass das Wetter mitmacht für die Zuschauer. Ich hätte auch gegen ein bisschen Regen nichts, aber für Zuschauer ist es natürlich schöner, im Trockenen zuzuschauen. Und auch die neue Schikane finde ich cool, mal was anderes, okay. Einfach zum Tempo ein bisschen rausnehmen. Und ja, ich freue mich auf spannende Rennen und bin bereit, nachher noch ein bisschen schneller zu fahren, als ich jetzt gerade
Freitraining gefahren bin. Ja, schön. Dann sage ich mal danke für das Interview und ich bin mir sicher, du und deine Kollegen aus der S1GP werden den Zuschauern hier eine gute Show liefern. Wir geben auf jeden Fall alles. Genau. Und wie es dann in der S1GP weitergeht, das seht ihr natürlich auch dann auf dem YouTube-Channel von der Supermoto WM. Und nochmal danke für das Interview. Euch viel Spaß noch. Bis bald. Ciao. So, wir sind jetzt hier in unserem Pressebüro im Mediabereich und ich habe zwei Gäste bei mir. Zum einen unser Vorstand für Motorsport, Oliver Waken, und den Herrn Pascal Klein von der Führung Innovation. Nachhaltigkeit im Motorsport ist natürlich auch ein ganz großes Thema für uns und dazu kann der Herr Waken ein bisschen was erzählen. Ja, Nachhaltigkeit ist natürlich auch im Motorsport ganz oben angesiedelt. Wir müssen natürlich auch schauen, dass wir mit der Zeit gehen und immer nachhaltiger werden. Wir sehen natürlich auch viele Entwicklungen, was Nachhaltigkeit angeht, kommt aus dem Motorsport. Letztendlich ist oft nicht so gesehen, aber speziell was jetzt Antriebsstoffe angeht, E-Fuels, so das Thema Elektroantriebe, ist ein ganz wichtiges Thema. Da sind wir hier bei uns im Saarland auch schon am Umstellen auf Elektro-Kart, wo wir unsere Jugendmeisterschaften ausfahren. Hier im Rahmen der Supermoto-Meisterschaft haben wir viele Nachhaltigkeitsthemen mit eingebracht. Wir haben einen Shuttle-Service, wir haben einen zentralen Parkplatz eingerichtet, wo wir dann die Leute hierher bringen, damit nicht jeder muss hier entsprechend einzeln anreisen. Im Vorfeld gibt es viele Nachhaltigkeitsstudien jetzt schon, die dann im Nachgang nochmal ausgewertet werden. Und ja, Supermoto, hier alle fahren sie irgendwo im Kreis, aber was haben sie denn unter sich? Sie haben irgendwo Reifen und Reifen ist natürlich auch ein wichtiges Thema. Bei der Herstellung schon wird darauf geachtet, dass nicht mehr, dass keine Schadstoffe mehr in den Reifen vorhanden sind und natürlich dann auch die Entsorgung von den Reifen ganz wichtig, weil irgendwo müssen sie ja hin. Ja, und gerade zu dem Thema Entsorgung haben wir den Herr Klein hier, wie gesagt, von der Firma Pyrum Innovations. Und ihr habt da ein spezielles Verfahren entwickelt, was dieses Problem mit den Altreifen löst. Ja, schönen guten Tag. Wie gesagt, mein Name ist Pascal Klein. Die Firma Pyrum Innovations gibt es jetzt schon seit 15 Jahren. Es hat schon relativ lange gedauert, die Technik in die Serienreife zu bringen, weil es nicht ganz so einfach ist. Aber wie soll man so schön sagen, wir sind genau pünktlich fertig geworden. Wir sind jetzt mitten im, wir haben den Nerv der Zeit jetzt sozusagen getroffen. Die Automobilhersteller werden alle nachhaltiger, der Motorsport wird nachhaltiger, die Reifenhersteller werden nachhaltiger und es gibt auch in den aktuellen Umweltaudits immer mehr Regularien, dass es Recyclingquoten oder erneuerbare Stoffe in den neuen Reifen geben muss. Und da kommt unsere Technik jetzt ins Spiel. Wir nehmen halt eben die alte Reifen, tun sie zuerst zerkleinern. Beim Zerkleinern entsteht Gummi, Textil und Stahldraht. Textil und Stahldraht werden wiederverwendet. Das ist jetzt nichts Neues, das gibt es schon länger. Aber das Gummi wurde in der Vergangenheit entweder verbrannt, meist in Zementwerken oder wo man es auch sehen kann, ist auf Spielplatzböden und Sportplätzen. Das wurde aber jetzt gerade letztes Jahr von der EU verboten, weil gerade im Indoor-Bereich löst sich Mikroplastik, der lungengängig ist. Und in Zukunft sollen halt eben Reifen auch nicht mehr verbrannt werden, weil dadurch sehr hohe CO2-Emissionen entstehen. Und was wir daraus machen, in unserem patentierten Verfahren, wird das Gummi wieder in das zersetzt, was es ursprünglich mal war. Und das ist wie die meisten Kunststoffe Öl, Ruß und Gas. Also Gas kam anfangs nicht rein, Gas ist ein Nebenprodukt von dem Prozess. Das Öl, was wir heute aus dem Reifen rausbekommen, ist sogar relativ viel, ist ungefähr 25%. Und wenn man bedenkt, dass so ein PKW-Reifen an die 10 Kilo hat, kann man grob davon ausgehen, dass ein Satz Reifen, ein Satz Sommer- oder ein Satz Winterreifen bringt ungefähr 10 Liter Öl, damit man ungefähr mal ein Gefühl dafür hat, wie viel kommt da überhaupt raus. Und ungefähr 33% bis 35% werden zu Ruß. Und Ruß ist einer der Hauptbestandteile von Reifen. Und das geht heutzutage schon zu Schwalbe, einem unserer Partner. Schwalbe hat letztes Jahr den ersten Fahrradreifen rausgebracht, der zu 100% aus unserem Recyclingruß hergestellt wird. Der heißt The Green Marathon. Und dieses Jahr hat Schwalbe offiziell angekündigt, dass 75% der gesamten Produktion von Schwalbe auf unseren Recyclingruß umgestellt wird. Wir haben jetzt gerade erst vor 4 Wochen mit Continental einen Rahmenvertrag unterschrieben,
der jetzt große Mengen Ruß in Reifen bei Continental auch reinbringen wird. Aktuell kann man schon Gabelstaplerreifen kaufen, wo unser Ruß drin ist, aber es wird auch in Zukunft in PKW und anderen Reifen wieder zu finden sein. Also wir machen wieder aus Reifen Reifen, was man ja wirklich so Recycling nennen kann. Und das Öl geht heute hauptsächlich zur BASF und die BASF stellt daraus alles her, was man aus Erdöl auch herstellt. Sprich neue Kunststoffe, Medikamente sogar. Also alles, was man so kennt, was aus Erdöl hergestellt wird, kann auch aus unserem Öl hergestellt werden. Und das Gas, was hinten am Ende vom Prozess übrig bleibt, wird verstromt. Also wir haben ein eigenes Gaskraftwerk und das versorgt unser Werk mit Strom. Somit sind wir energieautark. Das heißt nicht nur, dass wir aus Abfall wieder neue Rohstoffe machen, sondern wir versorgen uns auch noch komplett selbst mit Strom. Und das ist der aktuelle Status quo. Wir haben jetzt 3 Linien laufen und bauen gerade die nächsten 3 auch hier im Saarland. Also das ist ein Riesenschritt in Richtung Nachhaltigkeit und ein Projekt, das ja dann schon richtig Formen angenommen hat, um die Reifen halt bestmöglich wieder, eigentlich komplett wieder zu nutzen. Und wir gehen davon aus, dass auch dieser Ruß und so weiter auch irgendwann mal in den Supermoto-Reifen landet. Dann sage ich jetzt mal noch danke fürs Interview. So, ich bin jetzt hier bei Markus Lascher, aktuell Platz 2 in der Klasse S2. Erzähl mal was über dich. Wo kommst du her? Bist du aus Österreich? Wie hat es dich in die deutsche Meisterschaft verschlagen? Ja, hallo mal. Mein Name ist Markus Lascher. Ich komme aus Österreich, aus der Steiermark. Ja, ich reise immer den weiten Weg hier nach Deutschland an, weil ich viele Freunde schon hier in Deutschland habe und weil mir die Strecken sehr gut gefallen. Und ja, ich habe jetzt da von 2012 bis 2015 habe ich die deutsche Meisterschaft schon bestritten. Ich habe jetzt 7 Jahre eine Pause gemacht, also wirklich mit gar keinem Moped fahren. Und heuer bin ich wieder quasi ein Einsteiger und darf in der Klasse S2 an den Start gehen. Okay, kommst also schon richtig erfolgreich wieder zurück. Bist ja hier beim ADAC Saarland-Team auch schön als Gast untergekommen. Die Saison bisher, wie war es für dich? Ja, der Einstieg war ein bisschen schwierig, weil die Muskulatur eben noch nicht so sein oder so ist, wie sie mal oder wie sie sein sollte. Aber grundsätzlich sehr erfolgreich. Also dass es gleich so gut auf Anhieb funktioniert, hätte ich selbst nicht gedacht. Der Falk Kreine ist eine Klasse für sich, der ist wirklich im Offroad wirklich stark, also Hut ab. Aber ich probiere natürlich am Asphalt meine Stärken dort auszugleichen und dort den Anschluss zu finden. Okay, also alles geben, um an ihn ranzukommen, dran zu bleiben oder sogar vorbeizukommen. Genau, ja. Wie siehst du so deine Prognosen hier in St. Wendel? Der Kurs ist ja schon etwas speziell. Offroad, Asphalt, wechselnde Fahrbahnbeläge. Ja. Was denkst du, wie du da rankommst? Ja, St. Wendel ist immer sehr speziell. Der Startkurs ist wirklich ein Wahnsinn, ist wirklich ein Privileg hier zu fahren. Aber sehr technisch. Offroad ist wirklich sehr technisch und ja, ich habe schon bemerkt, dass ich ein bisschen meine Schwierigkeiten da habe. Okay. Aber ich glaube, dass ich am Asphalt auch gut mithalten kann und ich glaube, dass ich am Asphalt ein bisschen was holen kann. Aber im Offroad werde ich ein bisschen was verlieren. Aber ich werde jetzt im Quali mein Bestes geben, um Anschluss zu finden. Und wer weiß, wie morgen die Wetterbedingungen sind. Das wird ja auch noch ein bisschen spannend. Das ist noch ein großes Fragezeichen, ja. Genau, ja. Und ja, mal schauen, was wird dann. Ja. Ja. Aber am Ende ist das Wetter ja für jeden gleich. Der eine mag es mehr, der andere weniger. Genau, ja. Auf jeden Fall sage ich mal danke fürs Interview und wünsche dir viel Glück erstmal heute im Qualifying und dann morgen im Rennen. Danke, vielen Dank. Danke. Tschüss. Wir sind jetzt hier im Fahrerlager bei Tobias Wind. Aktuell 3. Platz in der Klasse S2. Genau. Wie lange bist du jetzt eigentlich hier schon in der Supermoto bei uns in der deutschen Meisterschaft unterwegs? Angefangen habe ich 2018 in der S4, musste dann aufsteigen in die S3, S2 und seitdem hänge ich in der S2 ein bisschen fest. Okay. Dieses Jahr läuft es ganz gut. Ich gebe mein Bestes jetzt als 3. aktuell in der Wertung, denke ich. Okay, hast noch zwei schnelle Fahrer vor dir. Wie siehst du da deine Chancen jetzt am Wochenende so an die beiden ranzukommen? Ich muss ehrlich sagen, Falk Kreiner ist sehr, sehr stark. Ich gebe mein Bestes, dass ich da vielleicht rankomme. Markus Lascher hat mir schon manche Zweikämpfe. Da sehe ich mich so ein bisschen ranfighten jetzt bei den Rennen. Okay, ich meine, er wird auch alles dran setzen, um weiter nach vorne zu kommen, beziehungsweise um dich nicht vorbeizulassen. Genau. Was natürlich für uns als Zuschauer top ist. Genau das ist nämlich das, was wir sehen wollen. Ja, warst du auf der Strecke schon unterwegs? Was sagst du? Wie fühlt sich St. Wendel eine Weltmeisterschaftsstrecke an?
Sandwendel fühlt sich sehr gut an, ist eine coole Strecke. Ich persönlich tue mir schwer, so die Pace zu finden. Okay. Gerade mit dem Offroad, das ist so ein bisschen mein Defizit. Aber das schaffen wir. Ich gebe Gas. Wenn wir jetzt hier in Sandwendel über die Klasse S2 sprechen, kommen wir natürlich an ihm nicht vorbei. Hier Falk Reiner, aktuell Tabellenführer in der Klasse S2. Wie lief die Saison bisher so für dich? Ja, offensichtlich sehr gut. Wie waren die letzten Rennen, die Strecken? Ja, also die Strecken haben bis jetzt sehr Spaß gemacht. Die Saison konnte bis jetzt nicht besser laufen. Ich habe jeden Lauf bis jetzt für mich entscheiden können. Habe mir jetzt auch schon einen guten Vorsprung herausfahren können. Ja, also ja. Das macht auf jeden Fall Spaß. Und mit Markus Leischer hast du ja auf jeden Fall auch noch einen starken Fahrer im Nacken, der alles dran setzt, dich hier ranzukommen. Machst du dir da irgendwelche Sorgen hier in St. Wendel? Also, ich sag mal so, dadurch, dass es meine erste Saison ist, es wird von Rennen zu Rennen immer weniger, der Druck. Natürlich habe ich Aufregung, gerade am Start ist es bei mir schon erhöht. Und ich weiß auch, dass Markus sehr stark auf der Straße ist. Und in Oschersleben zum Beispiel auch die ein oder andere Attacke von ihm zum Beispiel bekommen habe. Ich weiß, dass ich einen sehr großen Vorteil im Offroad habe, das liegt mir eher. Aber von Veranstaltung zu Veranstaltung kommt mir der Straßenanteil auch mal besser vor. Also ich steigere mich da auch. Ja. Okay. Du hast jetzt auch schon ein paar Gaststarts in der S1 hingelegt. Wie ist für dich da so der, ja, wie fühlt sich der Unterschied an zwischen S2 und S1? Also ich muss von vornherein sagen, S1 fahren macht mir viel mehr Spaß, weil es ist halt einfach, ich habe Leute vor mir, wo ich beißen muss. Ich bekomme sozusagen pro Position immer ein, hast du gut gemacht in dem Sinne, okay. Man geht immer weiter. Und das pusht einen natürlich den doch mehr, als wenn man in dem Sinne gleich einen guten Start hingelegt hat in der S2 und dann vorne wegfährt. Fährt man ja eigentlich eher gegen sich selbst, die ersten Runden vielleicht noch mit den Hintermännern. Aber in den letzten Rennen habe ich ja immer einen guten Vorsprung rausgefahren, schon in den ersten Runden. Und also mir macht S1 mehr Spaß und es pusht mich auf jeden Fall mehr. Ja, okay. Und wie es aussieht, bist du ja auf dem besten Weg dahin, in der S1 zu fahren. Ja, jetzt warten wir erstmal ab, wie es im Qualifying jetzt heute aussieht und in den Rennen morgen. Und ja, ich danke dir für das Interview und wünsche dir viel Erfolg. Dankeschön. Bei den Youngstern lieferte Paul Müller wie gewohnt ab und ging im ersten Lauf als Erster ins Ziel. Beim zweiten Rennen hat er Probleme am Start und kommt nicht wie gewohnt weg. Das war der entscheidende Vorteil für Till Albrecht, der den zweiten Lauf für sich entschied. In der S3 war es Max Böttcher, der im ersten Lauf als erstes die Ziellinie überquerte. Auf Podiumplatz 2 nahm Philipp Laupus Platz. Dritter wurde Luca Franke. Philipp Laupus holte sich dann in Lauf 2 den ersten Platz, gefolgt von Jonas Hebe und Sven Lötscher. Jetzt heißt es startfrei für die S2 S1 Open. Das erste Rennen musste wegen dem Regen letzter Nacht noch ohne Offroad bestritten werden. Direkt nach dem Start setzt sich Kreiner an die Spitze, Joshua Das klemmt sich dahinter. Dann Tobias Wind und Kevin Röttger. Das attackiert Runde für Runde, kommt aber nicht an Kreiner vorbei. Dahinter Wind, Röttger, Jordan. Runde 5, Carlson ist an Jordan vorbei. Röttger fällt zurück auf Position 6. Jetzt geht auch Joshua Das an Kreiner vorbei und übernimmt die Führung. Setzt sich ab und gibt Kreiner keine Chance, den Platz zurückzuholen. Auch Wind fällt zurück. Carlson nimmt seine Stelle ein. Jetzt die Zielflagge. Joshua Das gewinnt diesen Lauf. Dann Kreiner. Jetzt auch Carlson. Kreiner ist somit Sieger der Klasse S2, gefolgt von Larcher und Glöckl. Joshua Das gewinnt die S1 Open vor Kevin Carlson und Kevin Röttger. Lauf 2, jetzt mit geöffnetem Offroad. Kreiner setzt sich an die Spitze, dahinter Das und Van Praag. Röttger stürzt im Offroad und fällt auf Platz 15 zurück. Vierte Runde, Carlson und Larcher sind vorbei an Das und Van Praag. Schauen wir zurück auf Röttger. Röttger ist inzwischen wieder auf die Position 8 vorgefahren. An der Spitze Kreiner, Carlson und Van Praag. Röttger ist mittlerweile zurück auf Platz 5. Letzte Runde. Kreiner geht über die Ziellinie und sichert sich erneut Platz 1 in der Klasse S2. Dann Carlson, Van Praag, Glöckl, Röttger und auch Das hat wieder aufgeholt und belegt Platz 6.
In der Klasse S2 kommen also Kreiner, Van Praag und Glöckel auf das Podium. Ja, hallo, Falk Kreiner nochmal. Ich habe eben im zweiten Lauf das Ganze für mich entscheiden können. Sowohl S2 oben und in meiner Klasse. Habe einen sehr großen Vorsprung rausgefahren, trotz Sturz. Ich weiß gar nicht, 35 Sekunden waren es in der Art. Und ja, war ein super Rennen, hat mega Spaß gemacht. Für mich war es tatsächlich das geilste Rennen des Jahres. Wurde von Runde zu Runde immer rutschiger auf dem Asphalt. Im Offroad wurde es besser. Ja, bin mega happy mit dem Lauf. Bedanke mich bei all meinen Sponsoren, bei der Familie, beim Team und bei meinem Verein in ersten Grad. In der S1 Open sind es Kevin Karlsson, Kevin Röttger und Joshua Das. In der Klasse S2 baut Falk Kreiner also seinen Vorsprung aus und steht in der Tabelle vor Markus Lascher und Tobias Wind. Wir verabschieden uns jetzt also aus St. Wendel und sehen uns wieder am 1. September-Wochenende auf dem Schleißer Dreieck. Dann auch wieder mit der Klasse S1 und einem Livestream von den Rennen am Sonntag. Den Rennbericht zu den Läufen der Supermoto-Weltmeisterschaft hier in St. Wendel findet ihr auf dem YouTube-Account der S1GP.